Servus meine Freunde, grüße euch zu diesem Video, danke fürs Einschalten, herzlich willkommen, wenn neues kritischen Content mag, lässt gerne ein Abo da, ist natürlich kostenfrei. Wir legen direkt los und es geht mal wieder um die Situation von dem Herbert Diess, dem noch amtierenden VW-Chef, der zum 31. August das Unternehmen ja verlassen wird, denn er wurde, habe ich ja auch gestern im Video darüber berichtet, quasi rausgekickt von den Familien von Porsche, genauso wie auch von Piëch. Denn, und das war echt klasse, was von Feedback da in den Kommentaren ja auch geschrieben wurde, dass er maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass zahlreiche Sachen bei VW ja wohl nicht so funktioniert haben, wie man es geplant hat. Und eigentlich hatte er ja wirklich vor, den kompletten VW oder VAG, so ist es ja dann richtig, Konzern so aufzubauen, dass man eine große Plattform hat, wo sich die einzelnen Hersteller dran bedienen können. Und damit ist er kläglich gescheitert. Das muss man halt wirklich so sagen, denn das hat nicht funktioniert. Das ist nicht existent, dass wir jetzt von zahlreichen verschiedenen VAG-Herstellern sehen, dass das genutzt wird und funktioniert. Aber was könnte jetzt mit dem Chef von VW passieren? Wird er jetzt 2, 3 Jahre auf der Bank sitzen, einfach ein bisschen Urlaub machen und sein weiteres Gehalt kassieren, so wie ich es gestern ja schon gesagt hatte? Ich glaube, der Betrag lag bei 2,1 oder 2,2 Millionen Euro. Irgendwie so ein unvorstellbar krasser Betrag für diese Arbeits- oder für diese Absitzzeit, ist es ja dann richtig gesagt, kannst du dir auch nicht mehr ausdenken. Oder aber wird er zu Tesla gehen? Denn erinnere euch mal auch 2 Jahre zurück, er hat sich mit Elon Musk ja bereits auch mal getroffen. Da gab es ja das ein oder andere Foto und so weiter. Und jetzt hat die Bild das Ganze hier schon mal so ein bisschen in Frage gestellt. Schnappt sich Musk den geschassten VW-Chef. So heißt es nämlich hier. Und das könnte halt wirklich sein. Der hat so, habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen den Narren daran gefressen. Und da muss man aber wirklich sagen, ich wäre kein Freund davon. Weil wenn man sich qualitätstechnisch das Ganze anguckt, wie geht er dies ja eigentlich immer vor? Das hat ja auch der Kommentator geschrieben. Es wird im Einkauf gespart. Die Qualität wird runtergeschraubt, um das Produkt günstiger anzubieten. Das ist die billigste und einfachste Variante, billig im wahrsten Sinne des Wortes, um zu versuchen, den Verkaufspreis zu ändern. Aber dass das natürlich vielen Kunden nicht gefällt, sollte klar sein. Und gerade bei einem Tesla, die verarbeitungstechnisch, okay, die sind nicht mehr auf dem Level wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren, keine Frage. Aber bei vielen Sachen immer noch nicht auf einem Verarbeitungsniveau wie ein deutsches Fahrzeug, wie zum Beispiel ein VW, wie ein BMW oder ein Mercedes. Ich habe von einem Bekannten vor 3/4 Jahr das Tesla Model 3 gesehen. Aus China. Und das sollen ja so die Mid-Bests zusammengeschusterten sein. Und anders kann man es wirklich nicht bezeichnen. Also Spaltmaße sagt man so schön wie eine 80-jährige Oma. Wenn du überlegst, dass Türspalt oben bei der Tür hier ist und hier unten hier, könnt ihr nicht sehen, so. Also da machst du dir dann halt schon deine Gedanken. Natürlich ist die Frage, ist es überhaupt notwendig, dass Spaltmaße bei einem Auto so akkurat sind, wie sie bei deutschen Herstellern einfach sind? Weil die Tür, solange sie gut auf und zu geht, ist das Spaltmaß im Endeffekt egal. Aber so sind wir Deutschen halt einfach. Und ich zähle mich ganz klar dazu. Mir fällt sowas auf, wenn ich mir ein Auto angucke, ob jetzt zum Beispiel der Kofferraumdeckel wirklich bündig gerade sitzt oder auf der anderen Seite einfach so. Das sieht man bei zahlreichen Herstellern. Oder auch Ford beispielsweise ist bekannt dafür. Die können einfach nicht richtig akkurat lackieren auf unterschiedlichen Materialien. Zum Beispiel sieht, ne, vielleicht kennt ihr diese Sonderfarbtöne von Focus RS beispielsweise, so ein Giftgrün. Das sieht auf Metall ganz anders aus als auf Kunststoff. Und je nachdem, in welchem Winkel man dann drauf guckt, sieht man, die Tür sieht so aus, die Motorhaube sieht nochmal anders aus und der Kotflügel ganz anders. Und dann auch noch die Stoßstange. Quasi hast du so 3 bis 5 verschiedene Farbtöne auf dem Lack. Oder auf dem Fahrzeug im Lack. Also das ist schon sehr, sehr peinlich. Also von daher, auf den Diss zurückzukommen, ich fände es nicht gut, wenn sich Elon Musk ihn schnappen würde, weil ich glaube, das wäre für Tesla ein ganz, ganz schlechter Weg, der dann gegangen würde. Mal gucken. Aber schreibt mal eure Meinung gerne dazu unten rein. Nächstes Thema, das wir dann haben, ist aktuelle Streiksituation. Und ich nehme das Video hier am Mittwoch, am Dienstag auf und am Mittwoch starten diese Streiks. Die sind ab 3.45 Uhr, also jetzt heute Nacht, geplant. Und das tut mir von Herzen leid. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut mir von Herzen leid für alle die, die gerade in den Urlaub wollen. Weil wir wissen ja um die Situation, die an den Flughäfen aktuell herrscht, schon seit Wochen, dass
Ne, man muss ja dazu wissen, zum Beispiel am Frankfurter Flughafen ist ja eine Beteiligung des Landes Hessen, genauso wie auch an den verschiedenen Firmen, die dort mitarbeiten. Und diese Firmen bekommen es nicht hin, anständig genug Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, weil man über die letzten 2 Jahre natürlich weniger Mitarbeiter benötigt hat, durch unsere tollen Maßnahmen in diesem Land und dementsprechend jetzt nicht hinterherkommt, um Koffer richtig zu sortieren, um mit die Gäste zu kontrollieren, etc. pp., sodass ellenlange Schlangen bestehen. Und das ist gar kein Vorwurf gegen die Mitarbeiter, weil die machen einen guten Job und Arbeit. Das ist mehr in die Führungsetagen orientiert, diese Kritik an der Stelle. So, und dann heißt es jetzt hier: Lufthansa streicht fast alle Flüge in Frankfurt und München. Streik ab 3:45 Uhr. 130.000 Passagiere sind betroffen. Und jetzt überlegt euch mal: Man hat vielleicht das ganze große C über zu Hause verbracht, die letzten 2 Jahre, jetzt hier sich vom Mund abgespartenen Urlaub, möchte sich diesen gönnen, ist auch noch, und das finde ich ja grundsätzlich schon mal eine bodenlose Frechheit, dass in der Ferienzeit, wir in NRW haben hier noch ein paar Wochen Ferien, dass die Ferien deutlich teurer sind, dort in den Urlaub zu fliegen, als in der Nicht-Ferienzeit. Also mir tun an der Stelle wirklich alle Familien leid, die darauf angewiesen sind. Das ist eine bodenlose Frechheit und da sehe ich wirklich eine Aufgabe des Staates, dagegen vorzugehen. Das kann nicht sein, das ist eine Unverschämtheit. Jetzt kommt mir nicht mit Angebot und Nachfrage, das ist mir schon bewusst, passt aber einfach meiner Meinung nach hier nicht zusammen mit dem Staat, den freut es doch wieder, dass dann viele Leute hier kassieren. Und wenn man außerzüglich oder wie man es jetzt gerne nennen möchte, in den Urlaub fliegt, sorry, aber so viele Rentner, die wirklich eine gute Rente haben, gibt es ja auch in diesem Land. Ne? Die Schere geht ja da auch immer weiter auseinander, sodass entweder du kannst dir gar nichts mehr leisten oder du kannst dir alles leisten. Das sehen wir ja auch, dass viele Pensionäre dann wirklich in den Urlaub fliegen zu diesen Zeiten und die Hotels auch sehr, sehr stark gebucht sind. Also von daher passt das nicht alles so ganz zusammen. Und wenn man dann hier weiterguckt, nächste Nachricht, finanzen.net, Lufthansa-Aktie dreht ins Minus, Lufthansa warnt Reisende vor großen Einschränkungen am Mittwoch. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ich versuche das ja auch diese aktuellen politischen Themen immer wieder auf die Investitionsmöglichkeiten zu fokussieren. Und eine Lufthansa-Aktie, die jetzt hier aktuell bei 5,90 € steht, das spricht halt schon Bände. Unsere geliebte Bundesregierung ist ja hier auch eingestiegen. Sorry. Um das Unternehmen zu retten, war es 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und man sieht ja, wie schlecht es so einem Unternehmen auch einfach geht, auch während solcher Hochzeiten. Und hier muss man natürlich ganz klar auch die Gewerkschaften hier, Verdi an der Stelle, kritisch beäugen, weil klar macht das natürlich am meisten Druck, jetzt gerade in dieser Ferienzeit, deswegen habe ich es ja gerade auch erwähnt, zu streiken. Aber auf der anderen Seite, es trifft doch nicht richtig die Lufthansa. Klar, die müssen natürlich jetzt hier, werden die weniger Geld einnehmen und so weiter. Der Aktienkurs fällt, keine Frage. Aber die Leidtragenden sind die Familien, die Urlaubszeit verlieren. Weil nehmen wir an, der Streik läuft jetzt hier einen Tag nur. So, dann fliegst du jetzt nicht am Mittwoch in Urlaub, dann fliegst du, wenn du Glück hast und einen Flug bekommst, Donnerstag in Urlaub. Vielleicht fliegst du auch erst am Freitag oder am Samstag. Jetzt hast du 8 Tage zum Beispiel gebucht, 7 Übernachtungen. Brustmahlzeit, dann hast du einen Verlust von 1, 2, 3 Tagen eventuell von deiner Urlaubszeit, die du in Urlaub gebucht hast. Was ist mit dem Hotel, das fest gebucht wurde für diesen Zeitraum? Kriegst du da eine Entschädigung? Also kriegst du das Geld wieder? Das Hotel sagt: Ja, Moment mal, wir hatten das Zimmer aber freigehalten, weil an wem wollen wir 2 Tage oder ähnliches ein Zimmer vermieten? Also das ist schon eine ganz, ganz unangenehme Entwicklung, die sich gerade auftut. Und versteht mich nicht falsch, ich verstehe jede Gewerkschaft, die sich natürlich für den Mitarbeiter einsetzt, für anständige Arbeitszeiten, für anständige Urlaubszeiten, für eine faire Bezahlung. Gar keine Frage. Aber wir sehen mittlerweile, dass dieser Bereich von, ja, ideologisch halt wirklich auch sehr, sehr stark getrieben ist. Und wie ist das mit den, zum Beispiel den Gewerkschaftsfunktionären und so weiter? Stehen die jetzt auf einer Wir dürfen nicht fliegen Liste, könnte man jetzt hier nochmal böse an dieser Stelle hier fragen. Also es hat wie immer viele, viele Seiten so ein Thema und man muss auf jeden Fall anständig darüber diskutieren, meine Freunde. Ansonsten, ich habe last but not least noch ein Thema, auch bezüglich Investitionen und Möglichkeiten. Hier gibt es nämlich so einen Festgeldcheck, wurde hier gemacht. Festgeld für 1 Jahr Laufzeit, der Höchstzinssatz bei der Klarna Bank AB, sagte mir ehrlich gesagt nichts. Klarna
kenne ich nur vom Begriff, fällt mir gerade ein, Rechnung online bezahlen, vielleicht hängen die damit zusammen, gibt sage und schreibe bei einem Jahr Laufzeit 1,35%. Und ihr könnt jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass das eine Anlage ist, die man in Erwägung ziehen sollte. Denn wenn man sich das überlegt, 1,35%, 7% Inflation, wow, machst du nur noch 6% Minus. Also meiner Meinung nach, da gibt es deutlich attraktivere Anlageklassen, wie zum Beispiel eben Gold und Silber, um sein Vermögen einfach nur zu sichern. Weil wenn ich jetzt in Gold beispielsweise investiere, die Unze wird auch in 5 Jahren noch eine Unze sein. Und ich gehe mittlerweile aktuell davon aus, habe auch ein sehr gutes Interview von Dr. Markus Krall gesehen, kennen einige von euch bestimmt auch, wo er prognostiziert, und das glaube ich, dass wir die aktuelle schlechte Situation für circa 5 Jahre noch haben werden. Die wird nicht 10 Jahre, nicht 20 Jahre laufen, sondern 5 bis 10 Jahre in diesem Zeitraum. Das glaube ich und das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Ich möchte nicht, dass diese Situation noch so lange dauert. Dann gibt es Festgeld, hier auch noch die Möglichkeit anzulegen für 2 Jahre, im Höchstsatz bei 1,75%, bei 3 Jahren ebenfalls 1,75%. Warum sollte man dann hingehen und 3 Jahre festlegen? Da kannst du auch direkt sagen 2. Ja gut, wenn du natürlich befürchtest, dass das Ganze in 2 Jahren nochmal anders aussieht und du diese 1,75% nicht kriegst, dann könnte man natürlich darauf spekulieren. In diesem Sinne, meine Freunde, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Das freut mich sehr. Herzlichen Dank dafür. Daumen hoch fürs Video. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.